Ja, hallo und willkommen hier bei mir in der Garage. Meine Videos nehme ich auf mit einem Google Pixel 2, einem Handy. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ich dafür eine Halterung gebaut habe. Und zwar eine Klemmhalterung fürs Handy selber auf der Grundplatte. Dann einen Rückspiegel, dass ich sehe, was ich aufnehme. Und drittens eine Mikrofonhalterung, die variabel ist, damit ich die Lautstärke entsprechend anpassen kann, wo ich stehe und wo ich aufnehme. Okay, dann beginnen wir mit der Grundplatte. Grundplatte besteht aus einem Brett, das ich kürzen werde, an der Leiste, dass das Handy nicht runterfällt, und hinten eine Klemmvorrichtung. So, schneiden wir uns das Zeug erstmal zu. Die Grundplatte selber mache ich 2,5 mal so lang wie das Handy selber, weil wenn wir das Mikrofon nachher hier anbauen, kann sein, beim Schwenken des Mikrofons, dass uns das vor die Linse kommt. Also, wir brauchen hier ein bisschen Platz. Einmal, zweimal, hier geht's durch. Das Reststück, was ich hier habe, das nehme ich als Basis für die Klemmvorrichtung. Und da schneiden wir uns jetzt auch ein paar Stückchen zurecht. So, jetzt haben wir alle Teile zusammen für unsere Grundplatte. Nehmen wir einmal die Platte selber mit einer Leiste. Das Handy kommt davor. Und die Klemmvorrichtung müssen wir jetzt zusammenbauen. Also voll wird so funktionieren. Das ist der hintere Teil. Und aus diesen Teilen bauen wir uns hier so einen Winkel, der dahinter kommt, dann hoch und runter gehen kann. Mit einer Schraube durch, kommt hier noch ein Langloch rein und das machen wir jetzt. So, finden wir erstmal hier die Mitte. Unser Langloch. Gleich hier anfangen. Bis hier, keine Ahnung. Schauen wir mal.
so aus den Teilen hier der Winkel gebaut. Jetzt werde ich Leim und Tacker. Deckel. So. Haben wir das. Das kommt hier hinten dran. Zeigt nicht mehr an. Soll sich das jetzt so hochschieben, das heißt, ich werde in dem Bereich das Loch bohren. Machen wir das mal. Ja, ein Scheiß. Das Futter nicht richtig zugedreht. Mist. Nochmal. So, kommt hier die Schraube rein, müssen wir noch senken. So, haben wir das. Ja, vorne gesenkt. Das leime ich ein, die Schraube leime ich ein. Und hinten kommt eine Flügelmutter drauf. So, und dann dreht sich da nichts mehr mit. Wenn es denn trocknet. Und wie gesagt, hier kommen die Flügel mit da drauf. So sieht das fertige Teil aus. Hinten Flügelmutter mit Unterlegscheibe. Und jetzt kann ich das hoch und runter fahren und mein Handy nachher einklemmen. So, der letzte Schritt ist das Montieren der Leisten und das Verschrauben dieser Klemmhalterung. Ja. Also ich habe hier so aus einem Projekt vorher so dünne Leisten irgendwann mal geschnitten, die sind übrig geblieben. Da werde ich jetzt eine vorne drauf kleben, in der Länge des Handys. Ich weiß noch nicht genau, wo es hinkommt. Wenn ihr nicht so dünne Leisten habt, nehmt Sperrholz. Schneidet euch was runter. Ähnlich wird es hier oben passieren. An die Stelle kommt auch eine Leiste. Jetzt schneide ich mir die Leisten. Wie lang mache ich sie? Weiß es noch nicht genau. Ja, so Handylänge. Die Länge ergibt sich von alleine. Das mache ich bündig. Aufgepasst, dass das Handy auch hier reinpasst. Das passt hier zufällig. Ich habe das nicht ausgemessen. Ich glaube, wenn ich es ausgemessen hätte, hätte es nicht so gut gepasst. Und das verleihe ich nun. Na super, die kommen hier oben raus. Mist. Na ja, schleife ich mir nachher.
Das Mist schneide ich mir herunter. So, den hier auch noch. So, dann haben wir das Gröbste, haben wir. Also, das Handy kann vorne nicht mehr runter. Und hinten kann es geklemmt werden. Jetzt, letzter Schritt. Das hier muss noch verschraubt werden. Voilà, da haben wir sie. So, das ist die Handyhalterung, die Grundplatte. Ja, das war der erste Teil von dem Dreiteiler. Wie baue ich mir eine Handyhalterung, um Filme zu drehen? Die Grundplatte haben wir in diesem Teil soweit abgeschlossen. Und im nächsten Teil zeige ich euch, wie ihr die Spiegelhalterung baut. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und mich abonniert.